Der Coronavirus hält auch Berlin im Würgegriff. Und auch der sonst so überfüllte einzige Flughafen in der Hauptstadt, der Flughafen Tegel, liegt nun nahezu im Dornröschenschlaf. Wo sonst sich die Taxen stapelten und viele Menschen zu ihren Fliegern strömten, herrscht nun gespenstische Ruhe. Fast alle Flüge sind abgesagt und die Geschäfte sind geschlossen. Bleibt die Hoffnung, dass nach dieser Krise der Flughafen, wie es ja die Mehrheit der Berliner abgestimmt hat, wieder die Hauptstadt zuverlässig versorgen kann. Zumal der ungeliebte und aufgezwungene Pannenflughafen BER wohl dank Corona wieder nicht zum angepeilten Termin fertig werden wird.